Tolle Tage bei lauen Temperaturen. Mallorca El Arenal am Donnerstag um 11.11 Uhr. Rentnerscharen grundlos fröhlich wie in Köln. Eigentlich alles wie zu Hause, nur das Wetter ist besser. Grund genug für zehntausende teutonischer Ruheständler, ihre Rente nicht in Deutschland auszugeben. 10 Jahre hier an die Playa Palma. Aber immer super. So, was wollen Sie wissen? Jetzt. Sie schon lange nach Mallorca kommen? Wir kommen schon mittlerweile ins 10. Jahr hierhin. Und wir sind an und für sich sehr zufrieden. Vor allen Dingen in der Karnevalzeit, wo auch hier eine gute Stimmung ist. Seitdem mein Mann tot ist. Ich habe niemanden mehr, die sind alle weggestorben. Und seitdem komme ich im Winter hierher. Der graue Seniorenalltag in der Heimat ist den grauen Panthern von El Arenal ein Graus. Genauso wie die aktuelle Diskussion um die Rentenreform. Niemand will auf das vom Sozialstaat finanzierte Urlaubsvergnügen verzichten, hat sich doch sogar schon die spanische Post auf die Wünsche der gerontokratischen Zielgruppe eingestellt. Hier muss man viele Sprachen sprechen, auch wenn es schwer ist. Dieser Mann zum Beispiel ist Deutscher. Buenos días. Wenn Sie jetzt ein bisschen aufpassen in Deutschland und schon ans Alter denken, und da habe ich ein bisschen Befürchtung bei unserer Jugend, dass das wohl nicht ganz so ist. Sie leben eben jetzt, wir haben es früher nicht getan, und leben eben im Alter. Und dafür haben wir auch anständig rangehauen. Im regnerischen Bonn hat sich derweil die Regierungspartei daran gemacht, das Rentensystem zu reformieren. Herausgekommen ist ein brandneuer Vorschlag. Alles bleibt beim Alten, nur Geld gibt's ein bisschen weniger. An Blüms Reform glauben selbst in der CDU nur wenige. Das Leben ist ein Kampf, es muss diskutiert werden. Und unser Vorschlag ist begründet. Das ist ein Vorschlag, der mit einer Rechnung vorliegt, der sagt, was es kostet, was es bringt. Ich habe keine Alternative gesehen, die... Auch nicht gehört. Auch nicht gehört, die eine... Außer Einwänden habe ich kein abgerundetes Gegenkonzept gesehen. Variationen... Der Vorwurf ist, es greife zu kurz. Was ist Ihre Meinung dazu? Diejenigen, die nicht so lang denken und gucken können. Totschlagargumente gegen Kritiker aus den eigenen Reihen. Denn auch CDU-nahe Experten sprechen Blüms Vorschlägen den Reformcharakter ab. Das Problem liegt da, dass die Beiträge ständig steigen, das Rentenniveau sinkt. Und das bedeutet, dass an irgendeinem Punkt das Beitragsleistungsverhältnis so uninteressant wird, dass jeder, der über einen Taschenrechner verfügt, sich ausrechnet, dass er, wenn er das Geld unter dem Kopfkissen aufbewahren würde oder aber zur Sparkasse gehen würde und es dort verzinst bekäme, besser fährt. Daran, dass immer weniger Junge für immer mehr Alte zahlen müssen, wird auch die sogenannte Blüm-Reform nichts ändern können. Die Rentner ahnen, wer zahlen soll. Wir müssen alle sparen, also müssen wir dafür auch alle unseren Zoll zahlen. Leider wir Alten, die eben, wie gesagt, diese ganzen Jahre ja oder Jahrzehnte ja im Grunde nur zum Sparen und zum Tragen waren. Jetzt sind wir mal oben auf, jetzt sollen wir wieder anfangen. Das bedrückt uns, das macht uns traurig, aber mit Schimpfen schaffen wir nichts. Und was die jungen Leute sich einbilden, so kann das nicht weitergehen. Nicht? Da müssen sich ja auch mal klar über sein. Nicht arbeiten nicht nur für uns, sie arbeiten auch für sich. Die wollen auch mal eine Familie gründen, die werden auch mal älter und gehen in eine Pension. Und wenn sie nicht alt werden wollen, müssen sie sich aufhängen. Ein Alternativvorschlag kommt von einem Rebellen aus der Blüm-Kommission. Ein Teil der Versicherungsbeiträge soll zinsbringend am Kapitalmarkt angelegt werden. Im Übrigen wäre die Bevölkerung versorgt durch eine Grundsicherung nach heutigem Stand von etwa 1300, vielleicht auch 1400 Mark. Das kann man dann im Einzelnen regeln. Und wer darüber hinaus etwas haben will, muss Vorsorge treffen, muss private Vorsorge treffen. Die Wirkung von dem Ganzen ist, dass ein erheblicher Teil der Rentner, insbesondere der wirtschaftlich schwächere Teil, auf keinen Fall schlechter stünde, als er gegenwärtig steht. Rentner als Börsenzocker sind in den USA keine Ausnahme. Bei einer Basisrente, die kaum über das Existenzminimum hinausreicht, haben 40% der Amerikaner Geld in Pensions- und Aktienfonds angelegt. Der Rest schaut in die Röhre. Die Einkommensverteilung in den USA ist in den letzten 5 bis 10 Jahren ungerechter geworden. Sollte unser Rentensystem nun wie vorgeschlagen noch stärker in diese Richtung gehen, kann es gut sein, dass die Reichen besser dastehen und dass es denjenigen, die wenig Ahnung von den Finanzmärkten und kleine Einkommen haben, noch schlechter gehen wird.
Im Country-House-Seniorenheim bei New York können nur die wohnen, die sich nicht verspekuliert haben. Ich habe mein Geld in Pensionsfonds gesteckt. Dort wurde es von Leuten verwaltet, die nicht nur schlau waren, sondern auch eine Ahnung vom Geldanlegen hatten. Wir von der Lehrergewerkschaft haben Experten damit beauftragt, unser Geld anzulegen, und das haben sie gut gemacht. Wir haben nie weniger als 8% Zinsen pro Jahr bekommen. Ob deutsche Aktienmuffel für ein solches Modell zu begeistern sind, ist eher unwahrscheinlich. Im Hamburger Wohnstift Augustinum ist darüber hinaus die Skepsis groß, ob selbst die richtige Anlage des sauer verdienten Kapitals ein menschenwürdiges Leben im Alter erlaubt. Jemand, der sagt, also ich habe mir ein Vermögen aufgebaut und das ist dann also diese berühmte Million. Ja, legen Sie die Million auf dem Kapitalmarkt an, kommen Sie mit ungefähr 5% dabei raus. Da bezahlen Sie noch von Steuern. Also da können Sie also nicht in so ein Heim gehen, geschweige denn in also etwas, was also irgendwas ganz Besonderes bietet. Nicht, sondern das ist dann tatsächlich mehr oder weniger am Existenzminimum. Manch einer in El Arenal mag sich mit einer Operettenweisheit trösten. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.